Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Online-Kurses zum erfolgreichen Anbau von Zwiebelgemüse. Heute gibt es unsere Antworten auf eure Fragen. In den Kommentaren unter dem ersten Teil von unserem Online-Kurs hatten wir euch ja aufgerufen, eure Fragen zu stellen. Und da sind ja auch ganz, ganz viele zusammengekommen und ich habe mich auch gut vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Vieles rausgeschrieben und auch schon markiert, ein bisschen strukturiert. Und wir werden jetzt thematisch durchgehen, was unsere Antworten auf eure Fragen sind. Und wir beginnen mit der Thematik alles rund um die Aussaat. Eine Frage, die aufgetaucht ist, die auch sonst immer öfters auftaucht, wie sieht es denn aus mit der Direktsaat? Natürlich können wir Zwiebelgemüse auch in Direktsaat sehen, das geht durchaus. Wir machen das aber nicht. Unserer Erfahrung nach ist das Vorziehen von Jungpflanzen tatsächlich weniger Arbeit, auch wenn das jetzt erstmal paradox klingt. Aber wenn ich aussehe, dann läuft das Beikraut meistens auch genauso schnell auf. Ich muss gucken, dass meine Pflanzen überhaupt ans Wachsen kommen. Und so kann ich natürlich schauen, dass ich meine schönsten, vitalsten Jungpflanzen ins Beet setze. Also deswegen ist für uns ganz klar, wir setzen auf die Jungpflanzenanzucht. Und wie ihr die letzten Jahre in den Videos sehen konntet, hat das auch immer ganz gut geklappt. Dann gab es noch die Frage, warum benutzt ihr denn keine Heizmatten? Wir verwenden bei unserer Aussaat schon Heizmatten, allerdings bei den Pflanzen, die wirklich wärmeliebend sind. Also wenn wir zum Beispiel Chili oder Paprika aussehen. Bei den Zwiebeln hier brauchen wir das überhaupt nicht. Jetzt gucke ich mal kurz auf unseren Zettel, dass ich das nicht vergesse. Genau, da war die Frage, kann ich Gemüsezwiebeln denn auch in so einem Schälchen aussehen und sie dann hinterher pikieren? Ja, das kann ich natürlich machen. Wir hatten es ja gezeigt, dass wir mehrere im Quickpot ziehen und dann einfach vereinzeln bzw. auch umsetzen. Übrigens, schaut mal, hier ist die Platte. Das ist jetzt 2 Wochen nach dem Pikieren. Sie haben sich erholt und sehen auch richtig gut aus. Also ihr könnt sie auch zusammen aussehen und dann hinterher pikieren. Das funktioniert natürlich auch. Eine weitere Frage war die zum Thema der Temperatur vom Gießwasser. Wir haben ja schon mal erzählt, dass wir zum Beispiel Salate oder Kohl, da können wir ruhig mit kaltem Wasser angießen, das ist kein Problem. Bei unseren Zwiebeln verwenden wir jetzt hier ganz gerne zimmerwarmes Wasser. Vor allen Dingen wichtig ist es, wenn wir Tomaten und wärmeliebende Pflanzen haben, dass wir die nicht mit eiskaltem Wasser angießen. Das mögen wir überhaupt nicht. Eine weitere Frage kam zum Thema Lagerung und Keimfähigkeit. Wenn wir Saatgut von Zwiebeln lagern und das auch gut machen, also gleichmäßig temperiert, kühl, trocken und dunkel, dann halten die sich mindestens 1 bis 2 Jahre, wo dann die Keimfähigkeit bleibt. Wenn sie älter werden, dann passiert höchstens nur eins, dass die Keimfähigkeit abnimmt. Das bedeutet, wenn wir aussehen, werden nicht mehr alle keimen, sondern nur ein paar. Die, die dann aber keimen, die können wir dann auch durchaus verwenden. Eine weitere Frage, was ist mit unserer Aussaaterde? Wenn wir die jetzt noch überhaben aus dem Rest der Schale, wenn wir rauspikiert haben, können wir das einfach wieder zu der anderen Aussaaterde hinzufügen, die wir schon vorbereitet haben. Das kann man vielleicht machen. Wir machen das auf Nummer sicher nicht. Wir haben eine zweite Box, wo wir diese Erde reingeben. Die könnten wir dann nochmal dämpfen oder wenn ich das dann hinterher nicht mehr brauche, kann ich die dann auch im Garten weiterverwenden. Wie gewinne ich denn eigentlich das Saatgut von Zwiebeln? Ist eine sehr berechtigte Frage. Wenn wir Zwiebelsaatgut haben möchten, dann ist das eine Sache, die über 2 Jahre funktioniert. Das heißt, ich baue die Zwiebel an, muss sie überwintern und im nächsten Jahr kann ich sie dann zum Blühen bringen und dann habe ich auch richtig gutes Saatgut. Da ist eine Situation, die, glaube ich, wichtig ist. Wenn ich meine Zwiebeln anbaue und sie im ersten Jahr, wenn ich sie angebaut habe, sie direkt in Blüte geht, während die anderen schöne Kugeln ausbilden, dieses Saatgut sollte ich nicht nehmen, denn dann vermehre ich eine Kultur, die anstatt schöne Kugeln auszubilden, eher dazu neigt, in Blüte zu gehen. Und genau das möchte ich nicht. Also, wenn Saatgut anbauen, dann eben im zweiten Jahr. Und wenn ihr noch auf der Suche seid nach gutem Saatgut, wir haben natürlich bei uns im Kiosk das entsprechende Saatgut von den Pflänzchen, auch was ihr hier sehen könnt. Das gibt es auch im Set, ein bisschen günstiger. Schaut gerne mal in den Link, der ist in der Videobeschreibung unter dem Video. Wenn wir Saatgut von unseren Zwiebeln gewinnen möchten, ist es auch noch wichtig dran zu denken, es reicht nicht, 1, 2, 3, 4 schöne Zwiebelpflanzen zu nehmen und die dann einfach nächstes Jahr wieder einzupflanzen und das Saatgut zu nehmen. Besser ist es, im zweiten Jahr mindestens 20 schöne Pflanzen zu haben, einfach zur Erhaltung der genetischen Vielfalt. Und dann müssen sie auch noch gleichzeitig blühen und sie sind ja Bestäuber, die werden durch Insekten bestäubt. Das heißt, sie könnten sich auch noch einkreuzen, wenn in der Nähe auch noch andere Zwiebelpflanzen gleichzeitig blühen. Also nicht unmöglich, aber eben auch nicht ganz so einfach. Weiter geht's mit dem Themenbereich der Vernalisation. Das bedeutet die Blühinduktion bei Pflanzen durch einen längeren Frostreiz, also ein Kältereiz. Bedeutet nichts anderes, als wenn die Pflanzen einen längeren Frostimpuls oder Kältereiz bekommen, dass sie dann eben nicht zum Beispiel bei den Zwiebeln die Kugeln ausbilden, sondern eben in Blüte gehen. Das kennen wir auch von Rote Beete oder von Mangold zum Beispiel. Bei den Zwiebeln ist es so, dass sie schon richtig kältetolerant sind, aber eben nicht komplett. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Sommerporree nehme,
den pflanze ich aus? Oder dann eine andere Frage war, wie lange sollte ich die denn meine Zwiebelpflanzen ans echte draußen gewöhnen? Bei uns ist das mindestens eine Woche, bevor wir sie dann wirklich raussetzen. Grundsätzlich muss ich gucken, wo wohne ich und wie ist hier regulär eigentlich so das Wetter. Wenn ich in einem Bereich bin, der bekanntermaßen eher kalt ist, dann macht es durchaus Sinn, mit der ganzen Geschichte erst später anzufangen, damit sie nicht so lange im Kalten stehen. Wenn unsere Jungpflanzen mal ein bisschen Frost mit abbekommen, leichte Frosttemperaturen, ist das nicht so schlimm. Habe ich aber eine längere Dauerfrostperiode, dann ist das durchaus nicht so schön für die Pflanzen. Wenn es doch passieren sollte, das Wetter kann man ja nicht bestimmen, aber wenn ich weiß, jetzt kommt wirklich nochmal so eine richtige kalte Phase, dann kann ich zum Beispiel meine Pflanzen draußen nochmal mulchen, mit einem Vlies abdecken, die so ein bisschen retten. Wir konnten für uns feststellen, dass es hier im hohen Norden von NRW nicht großartig anders ist als zu unserem alten Standpunkt. Deswegen werden wir auch weiterhin so früh mit anfangen. Aber wie gesagt, wenn ihr wisst, ihr seid in einem Gebiet, wo es sowieso viel kälter ist, dann einfach lieber ein bisschen später damit ansetzen, dann funktioniert das auch. Wenn ich meine Jungpflanzenplatte auf dem Balkon habe und von heute auf morgen mehr oder weniger tritt ein starker Läusebefall auf, ist das total ärgerlich. Ich würde gucken, dass ich die vielleicht mit den Fingern abstreife oder meine Platte in die Dusche oder Badewanne stelle und sie ordentlich abbrause. Läuse auf Bella Balkonia sind durchaus ein verständliches Problem, denn die Auswahl ist meistens nicht groß genug. Also je bunter auf dem Balkon, desto besser bei der Problematik mit Läusen. Dann brauche ich vielleicht eine Ablenkerpflanze, zum Beispiel Kapuzinerkresse eignet sich da ganz gut. Oder ich definiere bewusst eine Opferpflanze. Und grundsätzlich ist es auch gut, präventiv zu arbeiten. Ich würde da jetzt mit dem Pflanzenfit vorgehen. Wir benutzen das ja jetzt hier auch, also mit diesem Kräuterauszug mit Knoblauch und Chili und mit EM. Wir haben das hier in der Sprühflasche einfach. Das funktioniert ziemlich gut. Und dadurch, dass die effektiven Mikroorganismen drin sind, stärke ich auch gleichzeitig meine Pflanzen. Eine weitere Frage war die zu den gelben Spitzen bei den Jungpflanzen. Und wenn ihr hier hinschaut, dann seht ihr sie auch, diese vertrockneten oberen Spitzen. Die Pflanzen stehen ja jetzt drinnen und trocknen hier oben ein. Das regelt sich automatisch wieder, wenn die dann draußen stehen. Also hier mache ich mir keine Sorgen, denn die jungen Mini-Schloten, die jetzt hier rauswachsen, die haben das noch nicht. Und auch wenn die einfach weiter wachsen, man kann sagen, das wächst sich aus. Also da mache ich mir jetzt überhaupt gar keine Sorgen. Und natürlich habt ihr auch nach weiteren Mischkulturen gefragt. Wir kennen ja alle den Klassiker Möhren und Zwiebeln. Und unserer Erfahrung nach können wir sagen, dass die Kombination Möhre mit Porree sogar noch effektiver war. Allerdings hatten wir auch die Erfahrung, dass an unserem Standort das alleine nicht gereicht hat. Deswegen haben wir da auch mit Gemüseschutznetzen arbeiten müssen. Jetzt noch interessant, ich werde euch passend zu dem bisher existierenden PDF aus dem ersten Kurs noch eine zweite PDF erstellen und dabei legen. Die findet ihr dann bei dem entsprechenden Blogbeitrag von dem ersten Teil. Da findet ihr dann auch die Mischkulturen. Und wenn ihr alle übersichtlich haben möchtet, hier hinten haben wir unser Mischkulturen-Poster. Da findet ihr nicht nur die Zwiebelgewächse in Mischkultur, sondern alle übersichtlich, ja, mit einem Blick erfassbar. Das gibt's für kleines Geld im Shop und das ist auch bei unserem Aussaatkalender automatisch mit dabei. Wenn ihr Gemüseschutznetze in eurem Garten braucht, dann haben wir auch hier die Erfahrung gemacht, lieber einmal vernünftige einkaufen, vielleicht auch mit Gartenfreunden teilen und dann passt das auch, dann habe ich lange Jahre was davon. Die haben wir verlinkt unter unseren Empfehlungen. Bisher hatten wir, vor dem Hof kann man sagen, eher kleinere, die konnten wir gut in die Waschmaschine legen. Die haben wir einfach ohne Waschmittel einmal durchgewaschen, das war gut. Mittlerweile sind die so groß, dass sie nicht mehr in die Waschmaschine passen. Das ist aber okay, wir lassen die schön abtrocknen oder spritzen die draußen ab und dann packen wir die weg. Das funktioniert auch. Aber wenn ihr mit Gemüseschutznetzen arbeitet, die könnt ihr natürlich auch in die Waschmaschine stecken. Weitere Antworten zu euren Fragen zum Thema Beleuchtung. Wir arbeiten ja mit unseren Kunstlichtleuchten und wir beleuchten 12 bis 14 Stunden aktuell. Wichtig ist, dass sie eine Schlafzeit, eine Dunkelpause von mindestens 8 Stunden haben. Das brauchen sie für die gesunde Entwicklung. Als Maß für uns gilt, dass wir, wenn wir beleuchten, 10.000 Lux, habe ich euch ja letztes Mal gezeigt mit der App, wie man das messen kann, dass wir die haben. Ich muss natürlich auf meine Pflanzen schauen. Stehen die wirklich stabil oder sind die wackelig unterwegs? Brauchen die mehr Intensität oder brauchen sie es ein bisschen länger? Ich muss auf die Pflanzen schauen und dementsprechend auch meine Kunstlichtbeleuchtung dann anpassen. Das ist wichtig. Also auch gerade bei den Abständen müssen wir schauen. Eine weitere Frage war, welche Pflanze kann ich zusammen unter das gleiche Kunstlicht stellen? Naja, generell können wir die eigentlich alle unter das gleiche Kunstlicht stellen, also Salate und Kohlpflanzen, die wir haben oder auch Tomaten. Wichtig sind die Temperaturen bei der Keimung und dann eben auch in der Erde. Je nachdem, welches Gemüse ich habe, habe ich eine andere Keimtemperatur. Tomaten oder noch Chilis, die brauchen es ja richtig warm. Die Gemüsezwiebeln haben es auch lieber ein bisschen wärmer mit ihren 15 bis 20 Grad. Die anderen Zwiebeln sind weiter darunter, da müssen wir also schauen, bei der Keimung ist die Temperatur wichtig. Sind sie dann aber einmal gekeimt, dann können sie alle auch
unter dem gleichen Kunstlicht stehen. Weiter geht es mit dem Themenbereich der Düngung. Habe ich hier auf meinem Zettel gelb markiert. Da war eine Frage, wenn sie jetzt ungefähr 5 bis 10 cm lang sind, dann werden sie so ja, hellgrün, sehen sehr blass aus. Das könnte durchaus ein Problem sein, dass sie mehr Nährstoffe brauchen. Unsere Aussaaterde ist ja auch überall jetzt unterschiedlich, auch wenn wir sie selber machen aus dem Kübel. Da habe ich jetzt vorher keine Analyse gemacht. Sprich, ich reagiere einfach darauf, was die Pflanzen mir zeigen. Wir machen das ja bei uns so, dass wir 4 bis 6 Wochen nach der Keimung mit den effektiven Mikroorganismen zur Stärkung arbeiten und dann 2 Wochen später eigentlich mit dem Einsatz vom Dünger reingehen. Aber wir schauen auch, wie sehen unsere Pflanzen aus, brauchen sie es noch vorher oder später. Eine weitere Frage war natürlich auch, wie ist es mit Bokashi-Saft? Kann ich den nicht auch verwenden? Bokashi-Saft ist natürlich auch sehr intensiv. Das heißt, wenn ich den verwenden möchte, was ich tun kann, muss ich ihn aber unbedingt verdünnen. Also wirklich stark verdünnen und dann würde ich mich rantasten, wie meine Pflanzen eben darauf reagieren. Aber möglich ist das. Weitere Frage war, düngt ihr die Zwiebeln später im Beet auch? Ich glaube, das hatten wir im ersten Teil auch schon mal angesprochen. Eigentlich machen wir das nicht. Wir schauen auch, wie sehen die aus. Aber wenn der Boden vorbereitet ist und die wachsen, dann brauchen die das eigentlich regulär nicht. Deswegen machen wir das dann gar nicht. Wenn die aber wirklich jetzt auch da Erscheinungen zeigen sollten, also blass werden, gelblich werden, dann düngen wir da auch nochmal nach. Hier vor mir auf dem Tisch sehen wir die Pflanzen, die ihr auch schon im ersten Teil gesehen habt. Schaut mal, hier haben wir die pikierten Gemüsepflanzen, 2 Wochen später. Direkt daneben seht ihr den Sommerporree, den wir zusammen ausgesät haben, schön gekeimt. Hier daneben seht ihr den Sommerporree, der jetzt vorbereitet, ja, 7 bis 8 Wochen ungefähr alt ist, also schon die ersten Düngegaben bekommt. Der sieht auch richtig gut aus. Und hier daneben in der Quickpot-Platte hier seht ihr die Lauchzwiebeln, die wir auch zusammen gesät haben vor 2 Wochen. Wenn ihr gerne möchtet, dass wir euch auch weiter mitnehmen, wie wir diese Pflanzen dann ins Beet setzen und wie es weitergeht, vielleicht in dem dritten Teil, dann schreibt uns mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst doch einfach ein Abo da, dann könnt ihr einfach mitverfolgen, wie es bei uns das ganze Jahr über im Garten aussieht. Das haben wir die letzten Jahre auch schon gemacht und ihr seht das ganze Ausmaß und wie unsere Pflanzen wachsen, wie wir das so machen. Und vielleicht noch beruhigende Worte dazu. Ich bekomme öfters Nachrichten, wir machen ja nicht so viel oder so groß wie bei euch. Darum geht es auch nicht. Man muss nicht so viele Beete und so viele Pflanzen haben, wie wir das jetzt hier machen. Es reicht schon, wenn ihr ein paar Kübel bestückt, wenn ihr ein paar Beete bestückt, einfach mal anfangen. Darum geht es. Es geht nicht um dieses Riesenausmaß. Also lasst euch davon nicht erschrecken oder abschrecken, sondern fangt an und pflanzt einfach. Es werden mit der Zeit sowieso immer mehr. Der nächste Bereich ist sicherlich interessant für alle Gartenfreunde unter euch, die in Kübeln oder eben auch in Hochbeeten anbauen. Wenn ich jetzt viel Platz habe, viele Beete habe, dann macht es durchaus Sinn, meine roten und weißen Kugelzwiebeln auf dem Beet anzubauen, in horrender Menge. Wenn ich aber einen begrenzten Platz habe, dann muss ich überlegen, ob und wie viel Sinn das macht. Wenn ich da Spaß dran habe, ist das super, dann kann ich das machen. Wenn ich einfach mal sehen möchte, wie wächst so eine Zwiebel, dann kann man das natürlich auch gut auch im Kübel machen. Grundsätzlich geht es ja alles. Die Frage ist dann einfach, wie viel Sinn macht das und was möchte ich? Die gute Nachricht ist aber, wenn ich viel in Kübeln anbaue oder eben auch im Hochbeet, dann eignet sich die Lauchzwiebel perfekt als Zwiebelgemüse. Denn die braucht nicht viel Platz, die kann ich überall zwischensetzen, zu meinen Salaten oder selbst bei den Tomaten kann ich sie reinsetzen. Und dann ist das das perfekte Zwiebelgemüse für Balkon bzw. Kübel und eben auch Hochbeete. Jetzt schaue ich nochmal weiter. Ihr hattet gefragt nach Schalotten. Schalotten würden wir auch so anbauen wie rote und weiße Zwiebel. Dann war die Frage nach Bärlauch. Ich liebe Bärlauch, mein Mann liebt Bärlauch auch. Wächst ja soweit wild, kann man mittlerweile auch als Kulturpflanze bekommen. Ich würde so eine Kulturpflanze, glaube ich, kaufen und dann einfach einsetzen im Garten, denn die wächst einfach von alleine weiter. Über die Jahre breitet die sich von alleine sehr stark aus. Da würde ich mich einfach drauf verlassen. Funktioniert, haben wir auch schon ausprobiert. Eine weitere Frage kam zum Thema Etagenzwiebel und Winterheckenzwiebel. Wir hatten eine Etagenzwiebel bei uns im alten Garten. Das ist allerdings ein Konzept bei dieser Zwiebel. Das ist eine tolle Pflanze, aber die bleibt dauerhaft im Beet. Und bei unseren Beeten, habt ihr es vielleicht ja gesehen, ist das Prinzip, dass sie immer wieder weiter wandern, also rotieren. Da habe ich jetzt in meinen Gemüsebeeten nicht den Platz für Dauerkulturpflanzen. Die stehen dann woanders. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich Dauerkulturpflanzen im Bereich Zwiebelgemüse habe, muss ich natürlich auch an Krankheiten denken. Da war auch die Frage, wie sieht es aus mit dem Rostpilz? Als Abhilfe kann man das dann einfach so machen, dass man im Winter keine Zwiebelpflanzen stehen hat. Und wenn es wirklich ein großer Befall ist, muss ich halt einfach ja, eine Pausenstrecke einarbeiten und die Abstände von meinen Zwiebelgewächsen dementsprechend groß wählen, damit er nicht bis zur nächsten Zwiebelkultur wieder überhüpfen kann und sich dann eben weiter ausbreitet. Wichtig, um Krankheiten zu vermeiden, ist dann wirklich auch die Anbaupause. Also bei Zwiebelgewächsen habe ich hier 4 Jahre. Und wenn ihr den Rostpilz wirklich
dann loswerden möchtet, wenn man ihn dann hat, dann heißt es wirklich im Winter keine Zwiebelpflanzen stehen zu haben. Also auch kein Herbstknoblauch, der da steht, auch kein Winterporree, auch kein Zierlauch. Also wirklich komplett keine Zwiebelgemüse über den Winter stehen zu haben, ist eine gute Möglichkeit, um dem Rostpilz, ja, um ihn dann eben loszuwerden. Ein paar von euch haben gefragt, wie lange dauert es denn jetzt von der Aussaat bis zur Ernte? Im ersten Teil haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, welche Kulturen wie lange brauchen von der Aussaat zur Keimung und zur Pflanzung und was dabei wichtig ist. Wenn wir das jetzt mal grob überschlagen, dann können wir sagen, bei den Zwiebeln, bei den normalen, roten und weißen, brauchen wir ungefähr 7 bis 8 Monate von der Aussaat bis eben zur Ernte, sodass sie auch ausgereift sind und lagerfähig. Bei den Gemüsezwiebeln dauert es ein bisschen länger, 8 bis 9 Monate. Das muss ich natürlich einrechnen in meiner Gartenplanung, dann weiß ich auch, wann fange ich am besten an mit der Aussaat. So allgemeine Aussagen zu treffen, ist wirklich schwierig, denn es ist bei der Anzucht ja schon. Je nachdem, welche Pflanzen ich habe, zum Beispiel Gemüsezwiebel und Porree, da brauche ich ungefähr 3 bis 4 Monate von der Aussaat bis zur Pflanzung. Bei meinen Zwiebeln brauche ich 2 bis 3 Monate, aber es kommt auch hier auf die Bedingungen an. Was habe ich für eine Kunstlichtleuchte? Wie wachsen meine Pflanzen? Das sind alles, wie sind die Temperaturen? Das sind alles die Bedingungen, die ich innen drin dann habe im Haus. Und wenn ich sie draußen im Garten habe, dann ist es auch nochmal ein Thema, wie ist das Wetter und vor allen Dingen, wie ist mein Standort. Und deswegen, unser Tipp, ganz wichtig, legt euch einfach einen Ordner oder vielleicht ein Gartentagebuch an. Da könnt ihr auch die PDF, von der ich vorhin gesprochen habe, einfach ausdrucken, mit beilegen und dann beobachtet euren Standort. Vielleicht seid ihr gerade am Anfang vom Gärtnern, dann ganz besonders. Guckt, wie ist es bei euch, wie lange dauert es, wie ist das Wetter. Fragt vielleicht alte, erfahrene Gärtner in der Nachbarschaft oder beim Schrebergarten nebenan, wie sind da die Erfahrungswerte. Da kann man sich viele, ja, Erfahrungen ersparen, sage ich mal, und richtig direkt durchstarten. Also das macht Sinn, beobachten und notieren, wie es bei einem selber ist. Kommen wir jetzt zu einem Themenbereich, den ihr ja häufiger in die Kommentare geschrieben habt, verständlicherweise. Wie sieht's denn aus mit Steckzwiebeln? Sind Steckzwiebeln irgendwie vielleicht eine ganz andere Gemüsekultur? Nein, es sind auch Zwiebeln. Aber um Steckzwiebeln zu bekommen, werden die Zwiebeln einfach später im Jahr im Sommer ausgesät und dann wird im Herbst geerntet. Und zwar die kleinen Zwiebeln, die eben noch nicht ausgereift sind. Die werden dann überwintert und nächstes Jahr im Frühjahr können wir die dann setzen und dann hoffen, dass sie eine schöne Kugel ausbilden. Das ist soweit eine schöne Geschichte und es ist vielleicht auch weniger Arbeit, aber es birgt auch ein paar Risiken. Wie wir ja vorhin schon bei der Saatgutproduktion oder Saatgutherstellung besprochen haben, ist die Zwiebel 2-jährig, also im 2. Jahr geht sie dann in Blüte. Das heißt, bei unseren Steckzwiebeln könnte das durchaus ein Problem sein, vor allen Dingen, wenn sie noch einen Kältereiz bekommen hat oder wenn die Zwiebel an sich schon ein bisschen größer ist. Also das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass Steckzwiebeln in Blüte gehen, ist natürlich auch höher. Ich weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen? Unsere ist, wir haben beides praktiziert und beides gemacht und beides lief auch gut. Wir hatten ja letztes Jahr viele Steckzwiebeln auch neben den selbstgezogenen im Beet. Vielleicht habt ihr das in den Videos gesehen. Aber wenn wir schauen und wollen viele Zwiebeln ernten, dann macht das mit der eigenen Aussaat, wenn das für einen so passt, durchaus Sinn. Ich habe ja für viel weniger Geld viel mehr Gemüse, ein bisschen Arbeit am Anfang, aber habe vor allen Dingen dann auch eine stabile Pflanze, die mir dann in der Regel nicht so schnell schießt. Natürlich sind Steckzwiebeln auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, Zwiebeln anzubauen. Ich wollte euch nur eben auch sagen, was die Risiken, was die Schwierigkeiten sein können oder was auch die Ursache ist, falls Steckzwiebeln bei euch geschossen sind. Also, wenn ihr vielleicht nicht so viel Platz habt oder eben auch gar nicht anziehen möchtet oder vielleicht gerade auch anfangt und keine Lust habt, das selber auszusehen, dann nehmt gerne die Steckzwiebeln. Das ist vollkommen okay und ist eine gute Möglichkeit, Zwiebeln selbst anzubauen. Nicht, dass ihr denkt, dass ihr jetzt Zwiebeln nur anbauen könnt oder aussehen könnt, wenn ihr mit Kunstlicht arbeitet. Das kann man machen, wenn man so früh im Jahr startet, so wie wir das machen. Das muss man aber nicht. Ein bisschen später geht das eben auch ohne. Wenn wir so früh starten, hat das natürlich auch einen Grund. Wir haben unsere Zwiebelgewächse in den Beeten stehen und wenn die dann abgeerntet sind, dann können wir in der gleichen Saison noch eine zweite Gemüsekultur einpflanzen und haben dann eben noch einfach noch mehr Vielfalt und eben auch eine versetzte Ernte. Und wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, dass das für uns wichtig ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Was könnte im letzten Jahr auf dem Beet gewesen sein, wo dieses Jahr Zwiebeln angebaut werden? Und das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Themenbereich, zum letzten Themenbereich dieses zweiten Teils, und zwar die Vor- und die Nachkulturen. Wir sind da bei der Fruchtfolge. Wenn ich meine Gartenplanung mache und mir die Beete anschaue und überlege, wo setze ich meine Zwiebelpflanzen rein, dann ist es wichtig, dass vorher, also in der Vorkultur, nicht auch Zwiebelpflanzen da standen. Und da meinen wir natürlich auch die ganze Familie. Also ich kann jetzt schlecht meine Zwiebeln setzen, wenn ich weiß, da stand vorher Knoblauch oder da stand vorher Porree. Das wäre dann nicht so günstig. Also keine Zwiebelgewächse in dem Beet und dann
in der nächsten Anbauphase dann wieder Zwiebelgewächse drauf. Was hingegen ganz gut wäre, wäre zum Beispiel, wenn wir Kohlpflanzen vorher draufstehen haben oder Wurzelgemüse oder eben auch Salate, gerade wenn ich sie jetzt dann ja, im April oder später sogar auch setze. Vorher habe ich gut die Möglichkeit, frühen Kohl oder eben auch Salate anzubauen als Idee. Da gibt es natürlich auch noch mehrere Möglichkeiten. Dann kam auch die Frage auf, wie ist das denn? Kann ich meine Zwiebelpflanzen alle so zusammen ins Beet setzen? Und auch hier müssen wir genauer hinschauen. Also die rote und die weiße und so kann ich gut zusammensetzen. Ich kann auch Laubzwiebeln an die Seite setzen. Das funktioniert ganz gut. Wenn ich die Gemüsezwiebel auch dabei setze in der Ecke, dann muss ich gucken, dass die auf jeden Fall genug Platz habe. Wir würden es aber nicht kombinieren mit Winterporree oder eben auch mit Sommerporree, denn das sind Starkzehrer, da ist der Nährstoffbedarf unterschiedlich und auch so der Anspruch an die Feuchtigkeit, also an die Wassergaben, ist auch unterschiedlich. Also da müssen wir gucken, wie können wir die gut zusammensetzen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Bleibt also noch die Frage, was setzen wir in unsere Beete, wenn wir unsere Zwiebeln dann abgeerntet haben? Wichtig wäre jetzt, keine Zwiebeln nach Zwiebelgewächsen. Also wir können jetzt nicht unseren Winterporree in ein Beet setzen, wo wir vorher Zwiebeln drin hatten. Wir können aber auf jeden Fall Winterporree setzen in Beete, wo wir vielleicht vorher Bohnen drin hatten. Wir machen zum Beispiel ganz gerne da die dicken Bohnen. Da habe ich natürlich mehr Nährstoffe im Boden, wenn ich dann die Pflanze abschneide und die Wurzeln drin lasse. Und gerade Porree als Starkzehrer kann das ganz gut leiden. Wenn ich meine Zwiebeln abgeerntet habe, dann kann ich zum Beispiel Herbstsalate wie Endiviensalat, Radicchio und so setzen oder eben auch Blattgemüse, klassisch, da ist die Auswahl ja auch groß. Oder eben auch späte Kohlsorten, zum Beispiel einen Kohlrabi noch oder einen späten Blumenkohl, da gibt es ja auch eine recht große Auswahl. Wenn ihr möchtet, dass wir euch mitnehmen, wenn wir die Pflanzen ins Beet setzen, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Auch wie euch der zweite Teil unseres Online-Kurses gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schaut gerne auch mal in der Videobeschreibung vorbei, sichert euch noch die zweite PDF. Verlinkt haben wir einmal hier oben den ersten Teil, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet. Und hier im unteren Bereich dann noch das Video zu möglichen Aussaaten im Februar. Denn da gibt es auch eine ganze Menge, was wir aussehen können. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Und ich freue mich schon, wenn der Garten wieder so richtig voll und bunt ist. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Jen.